Hello, buenos días, todo bien. Welcome everyone. Today we play a new game. We try with the broken chat to deal with. It's not easy, but we have to do. Stop the music. It's a goat. Okay. New game. Any sound? No sound. Why? Why? We don't have sound game. Not even music. Why game? Why? Maybe because it's alpha, early access. Let's see sound settings. Looks good. Mixer, the mixer is sound activated. I'm confused. On the first start, the game had sound. Hello, sound. Ah, okay. Okay. This is because I tab it out of the game. Let's see where I can put my frame rates. CPU load 95%. What? Ninety-five percent GPU load. Okay, that's a little bit heavy. Ninety-six. Ninety-four. Hey. 94 sounds a little bit better. Stock nehmen. Okay. Journal. Okay.
Als der Krieg kam, habe ich alles verloren. Zuerst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Maybe we start new because maybe we hear sound when the game begins. Let's look. Hello. Loading. So, can we have sound, please? New game. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. Microphone muted. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. A little bit loud. Lower slightly the volume. 40. We try 40. Okay. Stock. Nehmen. Okay. Hello, Mr. Ellie. How are you doing? Yes, long time. Let's look what we can do with all the sticks. Way. Okay. New game, early access.
keine Fackel. Die Inventory. Okay. Okay, Jonah. Als der Krieg kam, habe ich alles verloren. Zuerst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Dann erinnerte mich an eine Geschichte, die mir meine Mutter einst erzählte. Eine Geschichte über meinen Onkel Lordan. Er machte ein bescheidenes Vermögen im Norden in einem friedlichen Tal. Ich habe wochenlang danach gesucht, aber ich habe es endlich gefunden. Hier kann ein neues Leben beginnen. Sprich mit Castellan. Stand der Entwicklung kein Siedlerei Gebäudelimit. Okay. Hello, Mr. Maxon. Management. Okay, when I have my own village, I can manage the village here. Technology. How are you doing, Mr. Maxon? 50 Goldstücke. Nicht genug Technologie. Okay. Let's talk with this guy. I'm doing also good. Okay. Yes, it's a cow. Hallo Fremder, was führt dich in unser Tal? Du siehst aus wie ein Kaufmann. Oh, nee, weder wie ein Kaufmann noch ein Pilger aus. Nein, das bin ich nicht. Mein Name ist Rakimir und ich kam aus dem Süden, um meinen Onkel Lordan zu suchen.
Nora den Flößer, okay. Er war ein großer Mann und ein besser Freund, Rakimi, ein guter Handwerker, ausgezeichneter Händler. Hat dir ein kleines Vermögen verdient, siehst du die Taverne dort drüben, er baut und betrieb sie. Wie auch viele andere Geschäfte, die du im Tal findest. Mach dir keine Hoffnung, mein Freund, die Besitzverhältnisse änderten sich nach Lordans Tod. Es gibt niemanden mehr, der eine Schuld gegenüber einem entfernten Verwandten von ihm anerkennen würde. Wobei ist vorbei, die Vergangenheit ist vergessen. Was ist passiert, wie ist der gestorben? Sein Dreck wurde von Banditen überfallen, seine Vorleute abgeschlachtet, er muss sich wacker geschlagen haben, nach dem, was wir gesehen haben. Als wir nach ihm suchten, hatte er zwei mit in den Tod genommen. Ich habe ihn selbst begraben, oder besser, was die Wölfe zurückgelassen haben. Es tut mir leid, der Überbringer solcher Nachricht zu sein. Mein Onkel ist tot, sein Vermögen weg und ich bin den ganzen Weg umsonst hergekommen. Sag das nicht, ich würde einem Neffen von Lorda nicht verkümmern lassen. Und auch wie die meisten Dorfbewohner schnell vergessen haben, was sie deinem Onkel schulden, ich habe nicht die Absicht, mich in dieser Sache anzuschließen. Ich bin Kastellan und mein Wort hat nach wie vor Gewicht, also sag mir, kannst du dein eigenes Vermögen machen, kann einfache Werkzeuge herstellen und kann meine Bedürfnisse durch die Wildnis stellen, aber ich weiß nicht, wie man rechnet und tauscht. Ja, und ich weiß, wie man rechnet und tauscht. Das ist genug. Ich habe vielleicht keine Waren oder Gold zu bieten, aber du kannst hier so viel Land haben, wie du willst. Nicht verkauft, sondern das Lebenszeit garantiert. Baue ein Haus, züchte Gemüse, halte etwas hier und folge dem Traum deines Onkels. Ist das dein Ernst, mein eigenes Land, so viel wie hier? So viele wie du brauchen kannst, mein Junge, und solange du deine Steuern zahlen kannst. Ich verstehe, hast du am Anfang einen Ratschlag für mich? Kannst Bäume fällen, um dein Haus zu bauen, am Fluss wächst Schilf, das sich gut für ein Dach eignet, hast du etwas zu essen dabei? Nicht viel. Nötig findest du einige Verkäufer in unserem Dorf. Wenn du kein Geld für Nahrung hast, kannst du immer Platz Pilze im Wald suchen oder Tiere jagen. Sicher, du kannst mit den Menschen hier in den Dörfern sprechen. Vielleicht wird jemand für deine Hilfe zahlen. Vielen Dank, es ist Zeit für mich, den richtigen Ort zu finden. Okay. Lass mich mal sehen, ich habe was Besonderes für dich. Das ist der Hammer, mit dem dein Onkel das Haus gebaut hat, in dem er alt geworden ist. Welches bessere Werkzeug könntest du verwenden, als ein erstes Haus hier zu bauen? Okay. Kuhn, Construction Wheel, Inspector Mode, Left Alt. Okay. Vincent Time. Vincent Time. So. Ein Neuanfang.
Okay. Können wir ein bisschen Schild sammeln? Immer nicht. What? Ach doch. Warum kann ich hier kein Schiff sammeln, ne? Hier ist da so viel Schiff. Kann ich schwimmen? Oh, Stein. Wo krieg ich Stein her? So. Ah, okay. Noch ein Stein und noch ein Stein. Oh, was können wir denn hiermit machen? Enthäutungsmesser. Okay, what now? Ja, brauche ich Rundholz. Thank you.
Okay. Und Holz. Hello, chaps. How are you doing? Fallenlimit überschritten, okay. Rohstöcke. Sechs Rundholz. Okay. Timber. Okay. Nahrung ist ein wesentlicher Parameter, okay. Oh, I'm heavy. Hmm.
Keine Ressourcen mehr. What? Und Holz ist alle. Ja. Okay, I need more wood. Timber. Okay, let's go back. Oh, sticks. Neues Level, überleben. Yeah, level up. Oh, maybe I can level up something.
Vielleicht ist eine Leber. Okidoki, let's eat something. Why we can't get this? New rings and gold. Yeah, Schilf. I need this for the roof. Don't know how much I need. Better grab more.
I think I have enough. Hundertsechzehn. Because guess the number is not really working with the broken chat. This worked. Yes, it should. My hammer! Something is left. Okay. No. One wood. Where's wood? Ah, far away. Neue Levelgewinnung.
Ah, okay. Don't roll away. Dang. I'm slow. Come on. Fun. I'm too heavy to run. Okay, fireplace. Okay. Then we need a animal. To hunt, first we put our stuff here that we don't have to carry all the stuff with us around. Stone thing. You want some time. Okay. Now we should hunt an animal. But where we can find animal. Maybe I should do first bring something. Water. Where's my trap?
Oh, nice. Okay. Let's sleep. Okay, now it's tomorrow. Moin Ryu. Was geht? Noch nichts hier fangen, okay. Irgendwo müssen ja sicher sein. Noch nichts zu sehen. Schon cool, wenn man sich so einen kleinen Vorrat an Essen erstmal jagen könnte, ne? Ein Pilz. Speisemorchel, okay. Stein. Eine Weile haben, okay. Jo, also ich finde das Game nicht schlecht. Ist halt kein Battle Royale Game oder so, wo man jetzt andere schießen muss. Ist halt ein anderer Anspruch vom Game schon allein. Mittelalter überleben und so. Ich hoffe mal, die bauen irgendwann noch einen Multiplayer dazu. Also wie man das alles hier leveln kann, würde das echt Sinn machen, das mit mehreren Leuten zu spielen. Nein! Wo ist denn mein Speer? Echtes Johanniskraut, was auch immer das ist. Pilz. Also mir gefällt es bisher. Ich habe halt schon ein paar Berichte gesehen. Das soll halt grindy sein, das Spiel, ne? Aber wer möchte denn in der ersten halben Stunde das Spiel schon durchgespielt haben, ne? Also ich rechne damit, dass ich ein paar Tage zocke, bis ich da den erste größere Fortschritte mache.
Was? Der rennt mit meinem Stock weg. Na toll. Muss ich mir neue bauen. Ja, ist ein Singleplayer. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Aber wäre schon cool auf Dauer, denn wenn man das auch als Multiplayer spielen könnte. Bauen wir uns erstmal ein Speer. So, jetzt noch ein. Sollte auch bald mal was essen. Ein Holz. Nee, brauchen wir lieber noch ein Speer. So. Auf Nummer 4 kommst du, hölzerner Speer. Gleich so weit rennen müssen. Wo ist es hin? Das ist doch kacke. Wenn man zwei Würfe braucht und die Viecher dann so schnell wegrennen. Ich hab's. Ich muss den Hals treffen. Weiß nicht. Das habe ich jetzt noch nicht in irgendwelchen Tutorials gesehen. Da ist schon eins mit einem Stock von mir. Ach nee, ne? Ich glaube Wölfe und sowas, ne? Also das sind dann schon Feinde. Das wäre schon schlecht, ne, wenn man sofort Räuber hat oder so. Ich glaube, die natürlichen Feinde sind hier viel, viel wichtiger, wenn du den Wolf hast oder sowas. Wenn auch nicht weg. Wenn ich einmal angepiekt habe, dann müsste das doch reichen, um beim zweiten Mal tot zu gehen, oder? Ja, super. Kann ich mein Speer wieder verwenden? Nein. Skin, ja. Vielleicht kann man das nämlich auch verkaufen, denn weißt du? Fleisch oder das Fell. Na, ich werde besser. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Ja, Sea of Seas, da hast recht. Oh, shit, nein! Doch, warum fragst du denn sowas? Warum fragst du denn sowas? Nein! Hau ab! Hilfe! Hilfe! Es will mich fressen!
fragst nach Räubern und schon habe ich einen Ochsen hinter mir. Oh nee, ne? Na toll. Dynastie endet, du bist tot. Das gibt's doch gar nicht. Wie lange verfolgt er dich denn? Autosave Frühling. Mal gucken, wie viel ich verloren habe. Verdammt! Wenn der mit mal neben mir steht. So ein Scheiß. Na toll. Direkt nach dem Schlafen. Ja, nun weiß ich schon mal, wie das geht mit dem Jagen. Das bringt ja fast gar nichts. Sagst. Ja, gibt doch so ein Level-System, damit man alles Mögliche leveln kann. Ne? Später kannst du ein eigenes Dorf haben und Leute im Dorf, denen dann Anweisungen gibst. Der eine geht Holz fällen und der andere beispielsweise den jagen. Ne? Okay, wir basteln uns noch ein paar Speere. Und heißt halt Dynasty, weil letzten Endes geht es darum, irgendwann dann auch einen Erben zu haben. Der dann weitermacht für dich sozusagen. Also es geht über den Tod dann hinaus, wenn man einen Erben hat. Ansonsten endet die Dynastie, ne? Muss man sich rechtzeitig eine Frau suchen und Kinder machen. Das ist halt das Main-Ziel des Spiels. Ja, es gibt noch andere NPC-Menschen, natürlich. Ich bin jetzt bloß alleine unterwegs, weil ich so ein bisschen Ressourcen für mein Haus brauchte. Und schon ein bisschen selber jagen wollte, damit ich sehen kann, ob ich selber für meine Nahrung sorgen kann. So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht neben so einem Bison stehen bleibe. War so erfolgreich beim Jagen. Aber siehst ja, ist halt nicht wie Battlefield oder so, wo du dir so ein Medpack reinhaust und dann kannst du wieder durch die Gegend hüpfen wie ein junger Mann. Hallo, Mr. Hase. Haben wir den Hasen schon mal erlegt? Aha. Das finde ich daran ja auch schon gut, da das so ein bisschen Survival und sowas hat. Oder eigentlich ziemlich viel. Dann kannst Farming machen, dass du ein Feld anlegen kannst und so. Da muss man dann irgendwie auch Skills haben. Ist das ein Tier? Oder ist das ein Stein? Sieht aus wie ein Hase, ne?
Kippt um, ist Nase. Dann hast du auch halt natürlich irgendwie jetzt das in Anführungszeichen Problem, dass du entscheiden musst, wann gehe ich zurück, weil das Fleisch wird doch nach einer Zeit schlecht. Kannst Pilze und Beeren sammeln, gibt doch nicht reife Beeren, wo du denn Vergiftungserscheinungen kriegst und so. Oder Giftpilze halt, ne? Hallo, Mr. Rabbit. Ich meine, bevor ich hier 5 Rehe jage, ne, reichen mir auch ein paar Hasen. Wir schleichen uns mal den Stein an. In der Hoffnung, dass das ein Hase ist. Nee, sieht aus wie ein Stein. Okay. Ich habe doch gerade so einen Überlebenspunkt gekriegt, ne? Überlebenssinn, erfassen von Pilzen, Federn und Kräutern im Entdeckermodus. Sexy, hallo. Das nehmen wir mal. Ah, okay, was ist das? Breitwegerich. Wofür auch immer der gut ist. Sind wohl irgendwelche Kräuter. Nicht schon überladen, wahrscheinlich weil ich so viel Speere bei habe. Wie geht's? Wie steht's? Oh oh, Telefon klingelt. Sorry, ich muss mal kurz Pause machen. Okay, I'm back. Sorry for the long, long phone call. Hello? We don't have sound. Einstellung, Sound. Umgebung 0. Warum? Grüße aus der Eisbärenhöhle. Ja, zurück in die Eisbärenhöhle. Grüße, Grüße. Ich musste mit meiner Mom noch ein bisschen länger telefonieren. Ich muss morgen was ausdrucken. So, gucken wir mal kurz. Was haben wir denn hier? Wer lurkt denn hier noch rum? Wir wollen noch ein paar Krebs verschenken. So. So. Willkommen im Chat. Okay. Twitch-Chat hat sich wohl auch verabschiedet gehabt für ein paar Minuten. So, wo ist jetzt mein Haus? Da. Kann ich ein Ziel setzen? Ne, muss ich mich drehen? Da, okay. Ja, das ist ein neues Game. Medieval Dynasty, also Mittelalter-Dynastien. Ich habe jetzt ein paar Hasen gejagt.
Da ist das Haus. Und die werde ich erstmal grillen, die Hasen. Muss erstmal gucken hier, ob in der Falle was ist. Ja, ich ganz schön weit weggestellt. Lass das den Hasen sein, ja. Ist da heute eine Falle drin? Nee. Ist noch leer, die Falle, okay. Hätte ja sein können. Nur überladen, ich kann nicht nicht rennen. Lass vielleicht noch ein paar Speere hier. Ein Glück, das Feuer brennt noch. Gebratenes Fleisch. Instant Time. Vielleicht ein ewiges Feuer, ja, wer weiß. Ich hab schon wieder so viel Scheiße in der Taschen. Lass mal gucken. 110 Gesundheit, ah, cool. Speisemurchel. Thanks for posting the code. So, gebratenes Fleisch. Essen wir erstmal davon was. Pilz dreimal. Für die Herstellung von Kleidung. Okay. X. E ist Maximum und F ist Akzeptieren. Okay. 5 Rundholz. Deswegen bin ich so schwer. X, E, F. 16 Stöcker in der Tasche. X, E, F. Okay, sieht man das irgendwo, wie schwer ich bin? Na, den QR-Code, den kannst du, glaube ich, mit einem Handy scannen und dann irgendwie einlösen. Und hast ja gehört, der Instant-Code, der hat jetzt Sound und ab und zu mal postet der Swordbot den auch in Chat. Nee, ich habe leider keine Kiste, wo ich das alles reinlegen kann, weil die muss ich erst freischalten. Und ich weiß noch nicht, was ich dafür alles brauche. So, 4 Leder, wenn ich das dann auch ablege. E, F, der eine Stein, na gut, den können wir auch noch ablegen. So. Fähigkeiten, kann ich nur stableveln. Du, keine Ahnung, ob es eine mobile Wallet gibt. Du kannst es ja übers Handy auf der Instant-Seite einlösen. Ich weiß jetzt aber nicht. Muss man auf der Instant-Seite gucken, ob da jetzt eine App für gibt oder ob das über einen Browser geht oder keine Ahnung. Ich habe da nichts an dem Code geändert. So, Management, Ressourcenlager. Ach so, ich brauche jetzt hier. Das muss erst voll sein mit 50 Punkte und dann kann ich Ressourcenlager forschen. Und solange schmeiße ich das einfach hier vor der Haustür hin. Hallo Tanja.
Ich gehe jetzt mal auf Rehjagd. Wobei, kann man hier auch speichern? Ja, man kann hier auch speichern. Okay. Dann speichere ich jetzt erstmal, weil vorhin hat mich ein Bison getötet. Das war jetzt nicht gerade friedlich gesinnt. Ich muss ja erstmal gucken, wo die Viecher überhaupt sind, ne? Sehe ich irgendwo Tiere? Nee. Muss ich wahrscheinlich auch noch freischalten irgendwie, weil ich denn Tiere in dieser Sicht sehe. Echtes Johanniskraut. Was ist das denn? Johanniskraut. Ach, da kann ich meine Vergiftungen wieder mit. Okay. Das ist halt Early Access, deswegen ist das auch halb Englisch, halb Deutsch und so. Die deutsche Übersetzung ist halt noch nicht komplett drin. Heißt, einige Sachen sind dann noch auf Englisch, aber wenn der Großteil schon auf Deutsch ist, dann spiele ich das doch gerne auf Deutsch. Ist auch noch nicht sehr alt. Weasel GT, hallo, willkommen. Watch out for the Bison. So, ja, nichts hier macht. Was ein Hirsch. Wir schleichen uns an den Hirsch erstmal ran. Guck nicht so, hier ist nichts. Boah, jetzt rennt er weg. Was ist denn das für ein Hirsch? Das erste ist schon verkackt. Nein! Hau ab! Das ist das Bisonfine. Da darf man bloß nicht zu dicht kommen. So. Dann haben wir dreimal Leder. Muss ich im Auge behalten. Den verletzten Hirsch. Was rennt der noch mal weg? Was ist denn das für ein overpowerter Hirsch?
die nicht nach einer Zeit einfach liegen bleiben, weil sie denn verbluten oder so. Wo ist der jetzt hin? Was ist denn das? Rennt der mit zwei von meinen Speeren schon rum? Also irgendwie, jetzt wo so viele Leute zuschauen. Jetzt habe ich ihn. Bison. Schnell. Oh, lauf. Folgt es mir? Nee. Holy shit. Ja, wenn man das irgendwie am Hals trifft, dann geht das wohl besser. Wo ist mein Stock ist denn weg? Oder liegt der hier noch irgendwo? Will eigentlich den Bison nicht nochmal über den Weg laufen. Möglichst. Reicht einmal von dem Vieh getötet zu werden. Aus einer Tau. Ist das schon nicht mehr drauf auf der Karte? Okay, die Richtung haut ungefähr hin. Wir gehen schon mal zurück. Ich glaube, ich schaffe das gar nicht mehr zurück. Verdammt. Oh. Oh oh. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Mein Trinken ist fast komplett runter. Lauf. Hasenfalle checken wir gleich. Oh, cool. Fast verreckt. Ja, da sitzt ein Karnickel drin. Kann ich die noch irgendwie reparieren? Okay. Simple Bag. Behälter für viele verschiedene Dinge. Okay. Einfache Tasche.
What hat er jetzt hingepackt? Ach so, fragt er nach einem Slot. Dann sagen wir mal Slot 8. Ja, schade, dass das Spiel noch kein Multiplayer hat. Ist halt momentan Singleplayer only komplett. Nein, nicht schlafen. Mal Fleisch grillen. Das hält sich ja länger, wenn das gegrilltes Fleisch ist. Hello, Twisted Netty B. No, I don't have a horse. At this moment. So much meat. Cook it all. Okay, dann. Let's see. Oh, I have a bed. What? Oh, I don't have crafted the bed. What the F? Tue. Okay. Können wir die Haferbrötchen da reinlegen? Nee, das war bloß so allgemein, weil das sich halt anbieten würde als Multiplayer-Game. Hat Trockenfleisch, das tun wir auch mal darüber. So. Weil wenn man hier mal ins Fähigkeiten guckt, da gibt so viele Sachen, die man hier lernen kann. Also von Holzfäller über Bergarbeiter zu Jagd. Zu Landwirtschaft, Diplomatie, also Überlebenskünste und Handwerker. Da gibt halt Haufen Skillbäume oder Haufen Skills, die man lernen kann, und deswegen würde sich das anbieten. Überlebe eine Jahreszeit. Okay. Hier unter Management kann man denn sein eigenes Dorf zum Beispiel managen. Wenn du den Leuten was zu bieten hast, dann kommen die auch, und dann siehst du hier ja, keine Ahnung, was man hier denn noch machen kann und so. Die Leute zuweisen. Der eine geht jagen, der andere geht Holz hacken, aber das sind dann halt NPCs. So, und Leder nehmen wir schon mal, den Stein nehmen wir. Das Stroh nehmen wir.
Den Stein nehmen wir, die Rundhölzer, glaube ich, kriege ich nicht hin. Mist. Die Rundhölzer kriege ich, glaube ich, nicht in eine Truhe rein. Rundholz weglegen. Okay. I can carry it because I'm strong. So. A little bit meat. We put 10 in the box and 5. We carry this horse. Okay. Ich glaube, ich habe bloß noch einen Speer. Okay. Feuergut. Okay. What now? Maybe I go to the village? First I eat something. Maybe I can sell some stuff. Let's try and take a little bit with me. Brennholz. Okay. Hello. I can play. I can place the big tree in the little box. Okay. Let's go to the village. Maybe we can trade or something. Is the right way? Yes. Okay.
Weitwegerig. Maybe I can sell this stuff. Let's collect something. Yeah, maybe I can exchange for other stuff. I don't know. I'm new to this game. I hope I can sell some stuff what I collected for gold. Hello? Oh. Everyone is sleeping. Shit. Schön, dass du mich eingelebt hast, mein Junge. Wie geht's dir in letzter Zeit? Ich halte es so schlimm. Ich habe ein eigenes Haus. Ich verhungere nicht und die Leute fangen an, mehr mit mir zu reden. Das ist gut, ich habe gehört, dass du seit kurzem Jagdgewohnheiten an den Tag legst. Ich habe gehört, es gibt viel Wild in den Wäldern. Ist das ein Problem? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben ja kein dummes Gesetz, wie das Wild den Adligen vorbehalten würde. Du könntest mir einen Gefallen tun und ein paar Waren verdienen. Höre zu. Ein Jägerkollege von dir, Sambor genannt, lebt alleine in seiner Hütte. Er mag mich nicht besonders. Und er ist ein Einzelgänger, aber bei seinem letzten Besuch in der Taverne ließ er einige Bemerkungen über einen Wolfsrudel fallen, die zu einem Problem werden könnten. Finde heraus, was er weiß, und ich werde dich belohnen. In Ordnung, ich werde versuchen, mit ihm zu sprechen. Okay. Sprich mit Samba. Sambor. Meter. Ach Gott, hier komme ich gar nicht raus. Hallo Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen und kenne hier niemanden. Was kann ich für dich tun? Ich schaffe eine neue Siedlung und suche gute Leute, die sind bereit, sich mir anzuschließen. Ich habe gehört, du musst deinen Ruf ausmachen. Wo weiter und denke über einen Vorschlag nach. Reputation erforderlich 50. Wer etwas sagen, schöne Frau? Ich kenne dich noch nicht gut genug, okay. Schönes Wetter haben wir heute. Ja, ziemlich warm. Zustimmung 10. Rosalinda.
alle in Haurin. Die Bewohner des Dorfes. Des Dorfes, um sie zu überzeugen, in ein Dorf zu ziehen, musst du eine richtige Anzahl an Dynastie-Reputationspunkte erreichen. Du kannst versuchen, sie zu überzeugen, indem du Häuser für sie baust und die Menschen in der Gegend sprichst, die sie vielleicht einer wachsenden Siedlung ansprechen, anschließen möchten. Die Leute werden dringend gebraucht, um schnelle Ressourcen zu sammeln, Tiere zu versorgen, Felder zu bestellen, Technologie zu entwickeln und die Lebensqualität aller zu verbessern. Okay. Ehefrau. Eine Ehefrau ist notwendig, um das Überleben deiner Dynastie zu sichern. Dank ihr wirst du einen Erben haben, der, wenn du das richtige Alter erreicht hat, deine Geschichte fortsetzen und den Ruf der Dynastie verbessern, das Dorf entwickeln wird. Deine Frau kann dir auch helfen, deine Talente zu überdenken und deine Wunden zu heilen. Denk daran, dich nicht nur um dich selbst, sondern auch um deine ganze Familie zu kümmern. Wenn deine Frau mit deinen Handlungen sehr unzufrieden ist, zum Beispiel, wenn sie lange Zeit keine Unterkunft, kein Essen oder keine Möglichkeit hat, sich im Winter zu wärmen, kann sie dich verlassen und dir den Erben mitnehmen. Wow. Okay. Okay, 700 Meters. Maybe it's smarter to walk over the bridge. Safe. I don't want get killed. What? The chicken costs 1000 gold. Free money time. I hope I don't meet Mr. Wolf. Yeah, sorry that I can't steal the chicken. Sadly. Thanks for posting that code. No. No. No, please don't kill me, Wolfus. Oh shit! Oh shit! Shit!
I'm dead. I'm so dead. Damn it. Dead. Damn it. Damn it. I knew it. I knew it. Damn wolfers. That's why I hit save here. Let's try a different thing. Musst noch eine Menge lernen. Vielleicht kann ich dich eines Tages unterrichten. Es ist immer schön, wie Leute diesen noblen Zeitvertreib aufgreifen. Okay. I'm fine. Okay. Maybe I can kill the chicken and steal it then. Dynastie-Reputation minus 550. Damn? No. Let's load the save game. That was not good. I should wait for the morning. Try to talk to this guy. Okay. Berries. Unreife Beere. Damn.
Ja, danke, dass du hier warst, Eisbär. Schönen Abend noch. Okay. Don't get killed by the wolves. Is objective number one. Maybe with fire. Maybe not. Meters. Almost there. Der Wolf Nummer 1. Dang. I don't like you, Wolf. Go away. New instant code. Yeah, it's the middle of the night. He don't want to speak with me. Let's save and try to steal something.
steal all. Nobody has seen anything. Okay. Thanks for posting the code. Everyone grab it at 3. Microphone muted. Microphone activated. Okay, I have to drink. That's the problem. I'm in the middle of nowhere. I must try it. I need something to drink. Water. Okay.
Give me water, I need to drink. Oh shit. Shit, shit, shit. I'm dead. I'm so dead. In the meantime, we collect something. Tonvorkommen, Schaufel benötigt. Not bad.
Come on, wake up. Come on, wake up, wake up. It's almost day. Wake up. Wer bist du und was willst du? Ein Haki mir und das Neffe und hörte sie am Bedenken bezüglich der Wölfe. Großer Mann, und es ist eine Schande, dass wir ihn verloren haben.
so halb der Mann bist, der er war, bist du vielleicht nur ein Zwerg. Worum geht's denn? Also wegen der Wölfe. Es gibt zwei Rudel, die schnell groß geworden sind. Das eine hat die Ebene zwischen Hornica und Gistova durchquert. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Unigusts verfaultes Fleisch beißen werden. Das andere versammelt sich um den See im Süden. Ich wette, dass sie bald nach Tinica kommen werden. Sollen wir sie töten? Ich bin mir ein Rudel töten, dann bräuchte es eine große Jagdgesellschaft. Und selbst wenn, dann würde er sehr viele gute Männer verlieren. Nein, aber die Dorfbewohner sollten alarmiert werden und vorbereitet sein. Sicher, ich werde dafür sorgen, dass sie vorbereitet sind. Okay. Let's look. Sprich mit Unigust. Unigust? It's in this way. What the wolf is? Don't want to run in the wolves. Sehr, sehr. Run, Forest, run. Drink. Also, was hat Sambo gesagt? Nun, er ist ein Einzelgänger, der durch die Wälder streift. Er kennt das Wild hier in der Gegend. Er glaubt, dass sowohl Gostovia als auch Denika bald mit Wolfsangriff zu kämpfen haben.
Bitte befürchtet, dass es sowas sein würde. Und hier deine erste Belohnung für die freundliche Genehmigung der letzten Steuereintreibung. Der Sombor tatsächlich nachgekommen ist, was wirst du tun? Ich werde mich um die Verteidigung hier in Gestovia kümmern. Aber hey, sorge dafür, dass auch Denika vorbereitet ist. Geh dorthin und überzeuge Dagobert davon, Palisaden zu bauen. Okay. But we need to eat something. Can we trade with somebody here? I have to eat something. I must cook my meat. Neues Gebäude freigeschaltet, Werkstatt. Okay, now we have food. Little bit food. But we need more. No animals in view range.
Any wolves nearby? It seems not. I need food. This guy consumes an amazing amount of food. I see food. No! Don't run away! Oh. Damn it. Instant code. Yeah. What? I hit you. Damn you. Nee, pro Hunter bin ich noch nicht. Habe ich überhaupt noch? Oh, ich habe jetzt keinen. Ernsthaft? Okay, kein Problem. Der Lurker ist willkommen. Okay, craft a spear and maybe a second one. Sagen, der Fuchs, der will mir jetzt mein Essen streitig machen. Fleisch und Leder, super. Dann machen wir Lagerfeuer. Das hat Überleben schon mal gesichert.
74 Meter in die Richtung. Dann essen wir erstmal was. Du bist ja nur am Jagen, ey. Jetzt bin ich gerade mal satt gegessen. Gibst du ja nicht. Das Wildschwein findet das bestimmt auch nicht nett, wenn ich neben ihm stehe. Also wurde schon mal fast vom Wildschwein umgebracht. Hey Fremder, was machst du auf meinem Land? Ich bin ein Bote von Unigost. Sag dem widerlichen Blutegel, dass ich meine Steuern schon bezahlt habe. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Steuern einzutreiben. Gut genug fürs Erste, also was willst du? Ich würde geschickt, um dich zu warnen. Wölfe sammeln sich südwestlich deines Hauses und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie neugierig oder hungrig werden. Du solltest ein paar Sisaden bauen und deine Familie bewaffnen. Es hat seit vielen Jahren keinen Wolfsangriff mehr gegeben. So viele Menschen leben jetzt hier und die Wölfe ziehen sich in die Berge zurück. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie hierher kommen. Wenn du 40 davon besorgen kannst, beruhigt die Palisade selbst. Eine Menge Arbeit, Dagobert. Rundholz. Dann fällen wir hier einfach ein paar Bäume. Rundholz, Rundholz. Gehen wir das noch schnell ab. Ja. Ich werde mal langsamer.
Sula, hello, welcome. How are you doing? Von 40 und fast die Hälfte, aber so langsam müsste ich was trinken. Wo sind wir denn hier? Ach du Scheiße, so weit weg. Die Richtung stimmt schon mal. Hallo, Mr. Fox. Zwei Pelz, zwei Fleisch. Better than nothing. Water, I need water. Okay, I think it's a problem that I have so much stuff. Hmm.
until I can carry more. Timber. Então, gostou? Waldemar, willst du das? Sechsundzwanzig und 40. Zeig mir deine Ware. Oh. Alter, für Saatgut oder Dumm. Hutkappe, Kapuze, Kniehose, Flachs, Flachshalm, Wollfaden, Wollstoff. Okay.
kaufst du Leder? Nat 8, Nat 11 und Reife Bergen kauft ihr auch. Cool. Stöcke auch. Das ist ja cool. Okay. Okay. Technologie. Stapel mit 10 Eisenbolzen, na toll. Was heißt das nun? Okay. YX. YX is broken. Mehr Stücke haben.
Wayne noch. Okay, he is sleeping. Dum 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 dum. New wins and gold, free money. Why? Damn you, why? Where's my quest? Meters. Hello, Mr. Rabbit. Hasenfalle ist kaputt. Zehn Stöcker. Schon 10. Zehn Stöcke Hasenfalle. Da sind die Stöcker hinter, okay.
Yummy berries. Give me all the berries. Können wir denn hier machen? Fähigkeiten, Überleben. Mehr Gesundheit. Okay, too much load.
Instant cold. Okay. Ich soll nicht mit Fremden sprechen. Rosalinda. What's that? Stone. Almost 10 p.m. Dang. The time flies. Thank you.
Okay. Wolf attack. It's over. Oh no, don't go away. Dang. He goes away. Thousand. Dang. It's really expensive. Sprich mit Mathilda. Die Erinner? Hey, Mathilda. Sprich mit Unighost. Meter. Ist doch schon wieder in die Richtung dann. Okay. Where's the trader? Thank you.
Okay, it's all good. Money time. Two spears. Two spears and nothing. Damn you! Okay, give my spears back. What? Fleisch. Haben wir hier irgendwo nicht schon mal ein Feuer gebaut? Irgendwo hier aus einer Waldlichtung? Wo war denn das? Was ist das jetzt schon wieder weg?
wir brauchen jetzt Stöcker für ein Feuer. I like this game. Fähigkeiten, Kenntnisse der Gewinnung. Eins mit der Erde. Hier so. So, was haben wir hier? Hälfte. Werkstatt könnte ich kaufen, oder was? Okay. Where we have to go? Da lang? Okay.
Wie ist es in Dinika verlaufen? Nun, sie sind jetzt vorbereitet und sicher. Vermutlich ein einfacher Holzpalisade, ja, und ich denke, Dagobert ist ein Mann, der keine Angst vor Wölfen hat. Auf weitere Ereignisse. Okay. So, wer ist Art Trader? Hier? Hm? Steckt einen Beutel, okay. Wir kaufen davon noch ein paar. 10 Samen sind 100 Gold. Kaufen mal 20 Samen. Okay. Dang. Let's go to my house. Hatte ich hier nicht irgendwo meine Falle hingestellt? Ja. Zweimal Fleisch von einem Hasen. Doch mehrmals.
Nochmal speichern. Another save. Oh. I think that's it for today. Let me draw the rifle for the cap buff. Close prediction and fair free, close raffle and roll raffle. X31, congratulations. Let's give everyone who is here something. Dead and the Potterhead is also here. Great. Okay, I will be here tomorrow. I am a little bit later, but I stream tomorrow longer. Thanks for watching. Thanks for being here. Bye bye. Arrivederci. Tschüss. Auf Wiedersehen.